Es war jetzt schon etwas her, wollte ich trotzdem selbst auch nochmal darauf ein bisschen eingehen. Und zwar hat sich vor einiger Zeit Michael Barclay, ein ehemaliger Entwickler von Star Wars Battlefront 3 von Free Radical, zu dem Spiel gemeldet und hatte Folgendes dazu gesagt. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt lange genug her ist, um zu sagen, dass Star Wars Battlefront 3 wirklich unglaublich werden würde und dass die Tatsache, dass es 2 Meter vor der Ziellinie abgesagt wurde, ein absolutes Verbrechen ist. Spieler wissen nicht, was ihnen geraubt wurde. Und nur um sicher zu gehen, wir reden hier vom alten Star Wars Battlefront 3 von 2008, 2009, also jetzt nicht von DICE oder EA mit ihren Neuauflagen. Und dazu muss man auch sagen, dass es tatsächlich sogar verschiedene Aussagen dazu gibt, wie weit das Spiel wirklich fertig war. Während manche sogar von 99% reden, haben andere ehemalige Mitarbeiter gesagt, dass es höchstens 75% eines eigentlich mittelmäßigen Spiels fertig waren, wobei jetzt die Aussage natürlich eher in Richtung 99% deutet und auch das Gameplay, was sich über die ganzen Jahre jetzt angehäuft hat, auch eher dazu deutet. Was auch im Endeffekt stimmen wird, es ist trotzdem natürlich einfach sehr, sehr schade, dass wir nie ein Battlefront 3 bekommen haben, sei es jetzt wirklich von Free Radical oder sogar von DICE.